take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Squad Building Challenge. Und zwar geht es wieder um das Format: Lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Und diesmal geht es um Sergej Milinkovic-Savic. Da ist eben die SBC rausgekommen. Und zwar holt ihr einen UEFA Europa League der Weg ins Finale. Sergej Milinkovic-Savic. Ihr seht, das Ganze ist eine Woche verfügbar. Also, das heißt, bis nächste Woche Samstag 19 Uhr habt ihr Zeit, den abzuschließen. Falls ihr nicht genau wisst, hey, was ist das eigentlich für eine Karte hier? 86er ZR Milinkovic-Savic, und zwar ist das eine Karte, die sich auf dem Weg, wie der Name schon sagt, bis zum Finale immer wieder verbessert. So ähnlich wie eine Once-to-Watch-Karte, das Ganze ändert sich nur in dem Sinne, dass Milinkovic-Savic jetzt zum Beispiel keinen Dreierpack machen muss, sondern wenn Lazio weiterkommt, zum Beispiel jetzt bis ins Finale, bekommt er immer plus ein Upgrade, je weiter Lazio Rom kommt. Momentan sieht es gut aus. Momentan sieht es danach aus, dass sie definitiv weiterkommen. Also auf jeden Fall in der Hinsicht lohnenswert, wenn man ihn braucht, abzuschließen. Das schon mal Punkt 1. Ja, und zum Video. Ich möchte mit euch diskutieren in den Kommentaren. Lohnt sich die SBC ja oder nein? Eure Meinung ist gefragt. Und ich werde euch meine Meinung sagen. Außerdem werde ich euch zeigen, wie man das Ganze billig und günstig abschließen kann. Ich habe euch Lösungen vorbereitet. Könnt ihr theoretisch 1:1 nachbauen. Und da werden wir dann gleich reinspringen. Zuerst schauen wir uns die Karte an. Wie gesagt, wenn man bedenkt, dass sie geupgradet wird und man zum Beispiel Calcio A Squad hat, ja, dann kann man die definitiv machen. Wir kennen ihn noch vom letzten Jahr. Und Milinkovic-Savic einfach der Hammer. Ja. Eine richtig gute Karte, muss man ganz klar sagen. Sehr, sehr spielbar. Und mit den gewissen Upgrades, also wir bekommen sogar dann ein Inform-Upgrade. Dieses Plus 1 ist dann ein besagter Inform-Upgrade. Also kann man definitiv viel erwarten davon. Und ja, so unwahrscheinlich, dass sie weit kommen in der Europa League, finde ich, ist es auch nicht. Also schon mal da die positiven Aspekte definitiv hervorzuheben. Und ja, dann gehen wir rein in die SBC, schauen uns das Ganze mal an. Und ich würde sagen, falls ihr neu seid und an SBCs interessiert seid, dann lasst gerne ein Abo da. Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine weitere SBC. Mir wird immer gesagt, hey Leute, beziehungsweise hey Archie Gaming oder Flo, ja, das Video wurde mir gar nicht angezeigt in der Abo-Box. Und dann sage ich immer, ja, einfach mal Glocke aktivieren, dann verpasst ihr auch keine weiteren Videos. Also dran denken, ist kostenlos und dann macht es auf jeden Fall mal. In dem Sinne würde ich sagen, zerstört auch den Like-Button, wenn euch das Format gefällt. 100 Likes gebe ich viel als Ziel raus, ihr wisst Bescheid, so schnell wie möglich am besten voll machen. So könnt ihr Support zeigen. Und Support ist ja kein Mord, wie ihr Bescheid wisst. In dem Sinne würde ich sagen, let's go, rein in die SPC, schauen uns das Ganze an. Ja, und jetzt sehen wir es, Lazio und Serbien, die beiden Squads, die wir abschicken müssen. Einmal hier ein 85er Squad, auf der rechten Seite links ein 84er Squad. Tippschemie ist nur mindestens 80, hier nur eine 85, das ist schon mal positiv. Ratingmäßig dachte ich, okay, vielleicht doch ein bisschen krass. Vor allen Dingen momentan, jetzt mein erster Tipp, schließt die SBC nicht sofort ab. Es kann sein, dass ich sie zum Beispiel persönlich auch später noch abschließe, innerhalb dieser ganzen Woche, wo die SBC jetzt noch verfügbar ist. Nur jetzt ist die gerade rausgekommen und ein paar Spieler sind tatsächlich auf 10k insofern und es sind 84er. Ne? Insofern bitte, bitte warten, sonst schmeißt ihr da unnötig Coins raus. Ja, was sehen wir noch? UEFA Champions League häufig oder UEFA Champions League selten. Mindestens 2 Spieler brauchen wir hier und auf der linken Seite UEFA Champions League selten mindestens 2 Spieler. 5 aus der Serie A mindestens, einen von Lazio Rom mindestens und hier 2 Serben auf der rechten Seite. Und dann gehen wir mal zu den Belohnungen. Da haben wir auf der rechten Seite ein 45k-Set. Prime Gold Spieler Pack gibt es übrigens momentan auch im Shop. Werden wir vielleicht gleich ans Aufmachen. Definitiv am Ende des Videos auf jeden Fall. Und auf der linken Seite haben wir ein seltenes Megapack. Zu den Rewards muss man sagen, je nachdem wie viel man ausgibt, sie sind nicht schlecht. Sie sind nicht schlecht. Natürlich braucht man Packluck, aber das brauchen wir bei jedem Pack. In der Hoffnung, dass man da noch was zurückbekommt. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Lazio, die erste SBC. Zu den Voraussetzungen bin ich schon eingegangen. Hier sehen wir eine Aufstellung 3-5-2. Und ja, ihr seht, ich habe in erster Linie dann 88er Handanovic mal ins Tor gestellt, damit er ein bisschen das Rating covert. Und so konnte ich mit einigen 83ern gehen. Ihr seht es oben, 81er Ud, Verteidigung und so weiter. Und dann kommen wir hier zu Basagli. Der ist ganz interessant. Ihr seht es hier. Ja, der ist fast auf 10k. Gehen wir eben nochmal drauf. Jawohl, hier haben wir es. Und da seht ihr, 3 Minuten 10k, alles 10k. Vielleicht finden wir hinten einen, der keine 10k kostet. Er wird immer weniger auf dem Markt, aber ihr seht es.
10k für so ein Basagi. Also wartet da definitiv noch ab. Hier ist ein Rugadi, den habe ich jetzt zum Beispiel unter Spam Verein gehabt. Dann haben wir hier einen Devrai, den könnte ich theoretisch verkaufen. Ja, der ist auch schon bei 5, 6k. Ja, und hier oben, das würde ich euch definitiv empfehlen. Ut, Goretzka und dann hier Fährmann. Wie gesagt, ihr könnt es theoretisch 1:1 nachbauen. Dann haben wir hier den Lazio-Spieler. Auch interessant, wie teuer er ist. Und ihr seht es durch das Rating überhaupt nicht teuer. Also auch hier die Empfehlung von mir, das definitiv so zu machen. Und dann hier rechts einfach in die portugiesische Liga gegangen. Und da gehen wir mal kurz durch. Handanovic, Basagli, Rugani, De Vrij, Lucas Leiva, Corona, Pizzi, Goretzka, Fährmann, Jonas und Ut. Ut ist übrigens für mich auch hier untauschbar. Und ja, wie ich finde, hier oben definitiv eine richtig günstige Lösung. Also da macht ihr definitiv nichts falsch. Und der einzige teure hier in dem Verein, beziehungsweise in diesem Squad, ja, der ist bei 25k Handanovic. Und wie gesagt, Basagli, wenn ihr wartet, bekommt ihr ihn definitiv billiger. So, das wie gesagt, der Squad hierzu. Ein seltenes Megapack bekommen wir, habe ich schon alles gesagt. Und dann kommen wir jetzt zu dem Squad. Damit bin ich extrem unzufrieden. 85er Squad. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr kritisch. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel einmal Lovren als ersten Serben benutzt. Nicht teuer, aber wie gesagt, covert schon diese UEFA Champions League Häufigkarte. Dann haben wir hier einmal Wijnaldum. Das ist ebenfalls eine Champions League Karte. Ein 83er nur, das wollte ich jetzt nicht zurückgehen, wir gehen wieder drauf. Ja, und ihr seht es, 88er Eriksen, 86er Özil, dann haben wir noch ein Lacazette mit am Start. Außerdem hier, ihr wisst noch Bescheid, Matic habe ich gezogen, das ist der zweite Serbe. Und der ist natürlich richtig gestiegen. Ich werde ihn definitiv gleich verkaufen. Oh Leute, jetzt geht's hier aber los. Ich werde ihn definitiv gleich verkaufen. Beziehungsweise ich werde es jetzt machen. 22k Startpreis drauf. Er soll ruhig weggehen. Und hallo? Jetzt reagiert wieder. Und dann haben wir hier noch, den brauchen wir gar nicht, fällt mir gerade auf. Ja, einen fast extinkten Milinkovic Savic. Ja, so viel dazu. Ah ne, Kroate, das ist natürlich kein Serbe. So, das war jetzt falsch von mir. Lovren ist natürlich Kroate. Und dann die 85er Kompanie. Durch die Aubameyang SPC natürlich selber auch schon sehr, sehr hoch gegangen. Also wenn es funktioniert, ja, geht vielleicht außerhalb der Premier League, aber theoretisch könnte es auf jeden Fall auch 1:1 nachbauen. Aber ihr seht es, Milinkovic Savic bei 60, ja, okay, er ist fast extinkt, nur noch 3 Stück auf dem Markt. Und überlegt es wirklich euch, ob er es macht. Vielleicht habt ihr auch viele Erstbesitzer mit am Start und könnt so viel, so ein paar Coins runternehmen. Ich bin gespannt, was ihr in die Kommentare schreibt, wie viel ihr, wenn ihr ihn macht, wie viel ihr ausgeben musstet. Ich meine, wie gesagt, ne, wenn er wirklich billig ist für euch, durch die ganzen Erstbesitzer, die ihr habt, oder untauschbare Spieler, durch die Division Rivals Rewards, definitiv, dann sehe ich das definitiv als lohnenswert, diese SPC. Da habe ich überhaupt kein Problem damit, die zu machen, aber so, wenn man ihn komplett kaufen muss, meiner Meinung nach nicht lohnenswert. Vor allen Dingen finde ich, Milinkovic Savic ist sehr gut ersetzbar. Es gibt so viele andere Sechser, auf die man gehen kann. Und aber klar, man kann bedenken, der wird geupgradet, das ist ein riesen Plus bei ihm, aber man muss halt auch überlegen, UEFA Europa League, Halbfinale und Finale zu der Zeit, wo diese Finale und Halbfinale überhaupt sind, wo er dann ein krasses Upgrade hat, ja, da sind schon ganz viele andere Special-Karten in FIFA unterwegs und dann ist Sergej Milinkovic-Savic vielleicht gar nicht mehr so relevant. Also, das Tipps und Tricks von mir, zwei Lösungen, die ihr vielleicht befolgt, vielleicht auch nicht, wie gesagt. Macht gerne eure eigene Lösung, ihr könnt auch selber nachdenken und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen ans Überlegen bringen, vielleicht so ein bisschen, ja, überlegt das vielleicht doch, ob er so macht oder nicht. Lasst es mich in den Kommentaren, wie gesagt, wissen und dann würde ich sagen, gehen wir mal hier in den Shop rein. Promopacks sind am Start, hier wie gesagt, dieses Prime Gold Spieler Pack, 45k Set, finde ich auch nicht lohnenswert. Warum? Nichts als Spieler, klar drin, aber dann nur 6 seltene, habe ich auch bis jetzt noch keine guten Erfahrungen mitgemacht. Gehen wir also mal einfach mal ins seltene Spielerpack. Hoffen wir einfach mal, dass sich das 50k-Set lohnt. 12 Spieler sind drin, alle Gold, alle selten. Wir machen es jetzt einfach mal aus Spaß rauf. Und ich würde sagen, wie gesagt, Champions League-Karten sind momentan in Packs. Hashtag Packluck in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, machen wir es auf. Let's go, komm schon, ey. Hau einen raus. 50.000 Münzen auf unseren Nacken. Und es wird leider kein Walkout. Und jetzt sehen wir, dass wenigstens eine Wand wird.
Und es wird Gomez, oder? Es wird 84er Gomez. Ja. So viel dazu zu den Packs und Packluck. Lasst mich wissen, wenn ihr die SPC gemacht habt, was ihr gezogen habt. Und ihr seht, es ist einfach nur ein Witz. 50k. Lächerlich. 50k ist jetzt wirklich. Naja, gut. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten SPC, beim nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Diese Art und Weise lohnt sich die SPC, ja oder nein. Und in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Video, bis zur nächsten SPC. Euer Flo von Archie Gaming und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.